Hallo und herzlich willkommen zu Plenum TV, das Magazin für Oberbayern. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit der Deckelung des Gesetzes für den Vorrang erneuerbarer Energien oder kurz EEG. Zu diesem Thema begrüße ich auch Markus Blume von der CSU und Martin Stümpfig von Bündnis 90 Die Grünen. Außerdem diskutieren wir den Ausgang der bayerischen Kommunalwahlen. Der erste Entwurf für die Änderungen des Erneuerbaren Energiegesetzes ist fertig. Und sofort hat Sigmar Gabriel dafür Kritik einstecken müssen. Während die einen von einer Blockade der Energiewende sprechen, sehen die anderen die Deckelung der Förderung für Neuanlagen als zu niedrig. Also wir müssen eine Balance wieder finden. Wir haben einen weiteren Zubau bei den erneuerbaren Energien von 5 Gigawatt allein pro Jahr. Das ist eine Riesenmenge. Auf der anderen Seite müssen wir auf die Preise schauen. Deswegen brauchen wir hier auch kontrollierte Preise, also einen Deckel und nicht zuletzt die Versorgungssicherheit, insbesondere nach Abschaltung der Kernkraftwerke in Bayern. Und da, glaube ich, sind wir jetzt auf einem guten Weg. Mir macht eher Sorgen hier die bayerische Entwicklung, die Wendehalstaktik unseres Ministerpräsidenten. Ich habe den Eindruck, dass vor allem die Energiewende in Bayern stockt. Aber auf Bundesebene denke ich, dass die Regierung momentan ganz gut auf dem Weg ist. Also ich glaube, das sind einfach auch vernünftige Anpassungen, die jetzt gemacht werden. Also es ist grundsätzlich richtig, dass man natürlich das fördert, erneuerbare Energien. Aber es muss halt alles auch in einem vertretbaren Umfang sein. Und manchmal entwickeln sich halt auch Dinge, beispielsweise Preise für Solaranlagen passen sich an, sodass halt bei manchen dann auch gewisse Fehlanreize gibt, die man dann korrigieren muss. Also grundsätzlich ist das sicher eine richtige Sache, aber im Einzelfall muss man da halt nachsteuern. Also ich würde das jetzt nicht so quasi so in eine, also entweder oder, es ist immer auf das richtige Maß kommt es an. Die Energiewende wird hier gerade von der CSU dermaßen versemmelt, dass ich mich wundere, dass sie mir überhaupt so eine Frage stellen müssen. Ich weiß ganz genau, wir brauchen oder wir können sofort die AKWs in Bayern abstellen, brauchen aber erneuerbare Energien. Das müssen wir machen und müssen einfach irgendwann mal damit anfangen und nicht warten, dass der Bund es richtet. Wir Bayern müssen handeln. Wir sind hier seltsamer Negativ-Weltrekordhalter, also auf geht's. Ja, ich sehe es anders. Ich denke, dass wir erst einmal Sicherheit geben müssen für die nationale Versorgung, für die bayerische Versorgung. Wettbewerbsfähigkeit muss erhalten bleiben. Auch der private Verbraucher muss in Zukunft mit einem stabilen Strompreis rechnen können. Und wir müssen eins immer mal betonen, wir in Bayern sind hier 2014 schon so weit, wie der Bund 2020 sein wollte. Also eine Belastung sehe ich hier nicht, sondern eine vernünftige Fortsetzung der Energiewende. Das EEG ist mal erfunden worden und hat die Energiewende damit angestoßen. Das war ein richtiges Erfolgsrezept. Man hätte wahrscheinlich früher justieren müssen und früher das EEG verändern, damit eben es manche Fehlentwicklungen nicht gibt. Völlig d'accord. Jetzt ist es aber so, was jetzt passiert, macht die Windkraft praktisch tot. Also es lohnt sich dann nicht mehr, selbst hier in der Nähe ist es so, dass eben Windräder teilweise schon genehmigt sind und selbst nach den neuen Regelungen gebaut werden dürften, sie aber nicht gebaut werden voraussichtlich, weil die Rendite halt eben einfach nicht mehr hergibt, dass es sich lohnt. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, den bayerischen Kommunalwahlen. Gerade einmal 2 Wochen sind sie her, die entscheidenden Stichwahlen gibt es erst morgen. Doch schon jetzt sehen sich alle Fraktionen in ihrer parlamentarischen Arbeit als bestätigt. Jeder fühlt sich kommunal gesehen sogar als Gewinner. Also bei den Kommunalwahlen, finde ich, ist es ganz klar, da sind wir, die Grünen. Wir haben ganz schön zugelegt, das ist wirklich schön. Es hat auch Spaß gemacht, die Grünen vor Ort zu unterstützen. Ganz viele verschiedene Landesteile. Ich war auch in Oberfranken, natürlich auch viel in Oberbayern unterwegs. Und wir haben einfach zugelegt. Wir haben fast überall mehr Sitze bekommen, 2 bis 3 Sitze mehr. Das ist einfach erfreulich. Und vor allem ist es natürlich auch ein Zeichen, dass die CSU tatsächlich verloren hat. In der Regel sind es diejenigen, die gewählt worden sind in die Kommunalparlamente, im Bürgermeisteramt, im Landratsamt oder auch als Gemeinderat oder als Kreistag, und denen gratuliere ich. Ich sehe zunächst mal einen Verlierer, und das ist die Demokratie. Wenn man die geringe Wahlbeteiligung insgesamt gerade in den Städten anschaut, das macht mir wirklich große Sorgen. Ansonsten sind die Gewinner die Personen, die Kandidatinnen und Kandidaten, die sich aufstellen lassen. Denn wir wissen ja, dass Kommunalwahlen Personenwahlen sind und Persönlichkeitswahlen sind. Und deshalb muss man jetzt die Personen in den Blick nehmen und weniger die Parteien. Insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass es eine Partei gibt, die Gewinner ist. Man verliert und gewinnt da und dort und umgekehrt in anderen Regionen. Wichtig ist, dass die richtigen Kandidatinnen und Kandidaten die Verantwortung übernehmen. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass die Wahl auf die richtigen Personen gefallen ist. Ja, klare Gewinner sind sicherlich wir als CSU.
Wir haben überzeugend abgeschnitten und eines muss man immer noch berücksichtigen. Es gibt ja einige, sagen wir mal, nennen wir es Partnergruppen, die auch sich gut geschlagen haben. Gewonnen haben natürlich die Kandidaten. Kommunalwahl sind Persönlichkeitswahlen. Ja, aber insgesamt, denke ich, können wir uns als TSU als klarer Sieger bezeichnen. Aber wir haben natürlich noch 230 Stichwahlen vor uns und deswegen ist ja das Feld noch nicht bestellt. Ich komme ja aus dem Landkreis Ebersberg. Wir hatten in einigen Kommunen sehr knappe Ergebnisse. CSU-Bürgermeister mussten zum Teil deutlich von den Ergebnissen her Einbußen hinnehmen. Wirkliche Überraschungen, vielleicht eine Überraschung, der Sieg des SPD-Bürgermeisters in Markt Schwaben mit über 80%. Also diese deutliche Mehrheit hat mich natürlich sehr gefreut. Naja, wenn man sich die Wahlbeteiligung anschaut, eigentlich niemand, und auch was die Ergebnisse anschaut in Bayern, ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Also CSU hat in manchen Bereichen wirklich sensationell abgeschnitten, sehr, sehr, sehr toll. Nehmen wir beispielsweise Augsburg, in anderen Bereichen dann jetzt nicht so gut. Also es ist wirklich ein sehr, sehr gemischtes Bild. Insofern, glaube ich, gibt es da überhaupt keinen Gewinner, leider. Und insgesamt ist die Demokratie der Verlierer, weil die Wahlbeteiligung doch teilweise sehr erschreckend gering war. Naja, Sie werden verstehen, dass ich natürlich sage, die SPD ist der Sieger. In Nürnberg im ersten Wahlgang hat Uli Mali es sensationell geholt. Und jetzt am Sonntag sind wir in Stichwahlen in einigen echt spannenden Orten wie Würzburg. Da wird sich zeigen, ob Muhtar Al-Ghusein es schafft. Und natürlich in meiner Landeshauptstadt München wird sich zeigen, ob Dieter Reiter mit der großartigen Unterstützung der Grünen hier unser nächster Oberbürgermeister wird. Und davon gehe ich aus. Plenum TV kontrovers, das Thema diesmal das EEG, das Erneuerbare Energiengesetz. Es regelt die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Quellen in unser Stromnetz und natürlich auch deren Einspeisevergütung. Zu diesem Thema begrüße ich Markus Blume von der CSU und Martin Stümpfig von Bündnis 90 Die Grünen. Beide sind sie im Ausschuss für Wirtschaft und Medien, Infrastruktur, Bau und Verkehr und Energie und Technologie. Herr Blume, es gab schon immer Änderungen im EEG. 2009 gab es die Einführung des Ausgleichs, 2012 zum Beispiel die Direktvermarktung. Warum ist denn die jetzige Änderung so stark diskutiert? Weil wir im Moment nicht nur an ein paar Stellschrauben wie der Vergangenheit im Kleinen drehen, sondern sehen, dass das EEG insgesamt großen Reformbedarf hat. Der Hintergrund ist, wir sind in den letzten Jahren extrem erfolgreich gewesen in Deutschland beim Zubau der erneuerbaren Energien. Wir sind zum Teil weiter vorangeschritten, als selbst die kühnsten Überlegungen sich vorstellen konnten oder im Auge hatten. Und umgekehrt merken wir inzwischen, dass es einige Phänomene gibt, die wir unbedingt beheben müssen. Und die Tatsache, dass jede zusätzliche Anlage, die heute neu ins Netz geht, Photovoltaik oder Wind, zum Teil auch den Ausgleichsmechanismus für die Anlagen in der Vergangenheit mit beeinflusst, dass die Preise zu manchen Tageszeiten im Keller sind, zu anderen Tageszeiten wir mitunter nicht genügend Kapazitäten haben, dass Kraftwerke wie Gaskraftwerke, die eigentlich genau notwendig wären für die Energiewende als flexibler Ausgleich, dass die heute aus dem Markt gedrängt werden und sich nicht mehr sozusagen am Markt verdienen können. All das sind Effekte, die wir im Auge haben müssen und wo es jetzt mit einer einfachen Vergütungsneuregelung nicht getan ist. Eine eingesetzte, vom Bundestag eingesetzte Expertenkommission empfiehlt dir, das EEG abzuschaffen. Ich zitiere hier aus dem Gutachten vom 26.02. Das EEG entfalte keine messbaren innovativen Wirkungen. Herr Stümpfig? Wir bräuchten andere Mechanismen. Also es ist wirklich so, dass der Strom an der Börse ist mittlerweile aufgrund der Erneuerbaren sehr, sehr niedrig. Diesen Preis müssen wir auch an die Bürger weitergeben können. Und wir bräuchten neue Ideen, dass wir sagen, jawohl, wie schaffen wir es denn, effiziente, flexible Kraftwerke wie unsere Gaskraftwerke auch wirtschaftlich betreiben zu können und endlich die Braunkohle aus dem Markt zu bekommen, dass man nach einem Atomkraftausstiegsplan bis 2022, bis 2028, bis 2030 auch endlich aus der Braunkohle rauskommen. Da muss heute jetzt schon im EEG die richtigen Weichen gestellt werden. Das wird leider nicht gemacht. Man wirft den Erneuerbaren nach wie vor Prügel zwischen die Beine, obwohl sie die billigste Art und Weise ist, Energie zu erzeugen. Und das kritisieren wir stark. Momentan ist in Deutschland die Stromversorgung bei 25%. In Bayern ist sie sogar etwas höher durch die erneuerbaren Energien. 2025 soll sie bei 40-45% sein und 2035 sogar bei 55-60%. Ist dies denn überhaupt möglich?
Also die Tatsache, dass wir heute in Bayern schon deutlich weiter vorne liegen, tatsächlich bei 35% aktuell Anteil erneuerbarer Energie am Strommix, und wir in Bayern ja ohnehin ambitioniertere Ziele haben, schon bis zum Jahr 2021, 2022 auf 50% zu kommen. Ich halte das für absolut erreichbar. Wie gesagt, wir liegen im Moment sogar etwas vor Plan mit all den Folgen, die wir vorhin schon ansatzweise diskutiert haben. Deswegen ist, glaube ich, nicht die Kunst, diesen Anteil an erneuerbaren Energien zu erreichen, sondern die Kunst wird darin bestehen, das Ganze so zu organisieren, dass es bezahlbar bleibt. Und das Argument der Bezahlbarkeit lässt sich nicht wegdiskutieren. Und auch das Argument der Arbeitsplätze, die verloren gehen, das, lieber Herr Kollege, ist ein schleichender Prozess. Es macht keiner seine Fabrik zu und baut es woanders auf. Aber wenn ich vor der Frage stehe, wo investiere ich neu, dann sehen wir, dass diese Indikatoren heute für Deutschland leider schon negativ sind. Und wir haben das Thema Klimaschutz. Da, glaube ich, liegen wir ganz eng beieinander. Es wäre verrückt, wenn wir die absolut notwendige, ambitionierte Zielsetzungen für den Klimaschutz in Deutschland aufgeben würden, weil wir irgendwie jetzt merken, ohne die Kohle geht es nicht. Also das ist mit uns nicht zu machen. Herr Stümpfig, stimmen Sie dem so im Grunde zu? Ich stimme dem zu, dass wir sagen, Klimaschutz muss wirklich das sein, was uns antreibt. Und da sind wir, denke ich mal, im Prinzip ja schon einer Meinung. Die Frage ist nur, wie kommen wir dahin? Und die Ziele müssen jetzt wirklich auch höher gesteckt werden. Wenn man sieht weltweit die Problematiken, also wir müssen als Industrieland Deutschland, wir müssen als Industrieland Bayern wirklich vorangehen und mutig vorangehen. Da sehe ich momentan einfach ein wenig eine Mutlosigkeit. Es gibt keinen Plan, weder von der Bundesregierung in besonderem Maße, nicht von der Staatsregierung. Wenn unser Herr Ministerpräsident einmal argumentiert das so, dann wieder so. Also wir müssen wirklich einen ganz konkreten Plan haben und nur dann können wir unsere Bürger auch mitnehmen, weil die Energiewende wird die eine oder andere Last bringen. Also es wird nicht so sein, dass es umsonst zu haben ist. Und wenn es dann nur noch darum geht, das große Thema Energiewende, ob jetzt mein Strompreis 1 Cent mehr oder weniger kostet, ist die Diskussion zu gering. Also wir müssen es einfach schaffen, die Bürger mitzunehmen bei dem Thema Klimaschutz, um was geht es denn, und da wirklich dafür einzutreten. Und da brauchen wir Maßnahmen, und die Energiewende wird nur von unten funktionieren. Es gibt ganz viele Stadtwerke, Bürger, die das in die Hand nehmen. Und wenn wir jetzt wieder bei der Windkraft sind, hat es eben unser Herr Seehofer geschafft, im letzten halben, dreiviertel Jahr ganz, ganz vielen Bürgerenergiegenossenschaften den Mut zu nehmen, die finanzielle Basis zu nehmen mit der 10H-Regelung. Und das ist einfach so viel Vertrauen zerstört. Das wird ganz schwer wieder aufzubauen, aber ich denke, dass man, wenn man da gemeinsam ein Ziel sich setzt, kann man sicherlich erreichen, bloß wir müssen konsequenter werden und nicht immer mal rein in die Kartoffeln und raus aus die Kartoffeln. Sie haben es gerade angesprochen, die 10H-Regelung und die Pläne. Herr Blume, Sie sind da so ein wenig anderer Meinung. Also ich glaube, der Vorwurf an die Politik ist immer ein bisschen einfach oder wohlfeil zu sagen, es gibt keinen Plan. Eine Energiewende in dem Umfang hat weltweit noch keiner probiert. Es gibt keine Blaupause. Wir bewegen uns in Deutschland, und das bestätigen auch Wissenschaftler, definitiv auf neuem Terrain, insbesondere mit einer Energiewende, die so weit vorangeschritten ist. Und es wäre aus unserer Sicht völlig falsch zu sagen, was wir jetzt einmal 2011 beispielsweise beschlossen haben, da verändern wir jetzt kein Jota mehr, darf nichts mehr anders werden, das muss so bleiben. Das wäre natürlich falsch, und wenn wir jetzt, weil das Thema Wind gerade angesprochen wurde, sehen, dass wir in Bayern übrigens einen unglaublichen Boom haben, 10-mal mehr als in Baden-Württemberg, wo Ihre Partei regiert, dann kann man nicht sagen, hier wird irgendwas abgewürgt, aber wir müssen auch mit der neu entstandenen Besorgnis der Bevölkerung umgehen, dass hier Dörfer umzingelt werden und anderes. Und diesen Überlegungen trägt wiederum der neue Vorschlag Rechnung, bei dem ja übrigens auch am Ende die Bürger das letzte Wort haben, wenn sie vor Ort die Energiewende wollen. Und das unterstelle ich bei den Projekten, wo auch starke bürgerschaftliche Aktivität da ist, dann können die das selbstverständlich machen. Wenn es denn so einfach wäre, dass sie es machen können, dass wir im Land auf, Land ab in Bayern mittlerweile ganz viele Energiegenossenschaften, denen wirklich der Boden oder den Füßen weggezogen wurde. Das sind Projekte, die planen Planungszeiträume 3, 4, 5 Jahre. Die sind nach Fukushima wirklich alle aufgerufen worden, jawohl, tun wir was. Und die stehen jetzt mitten in der Planungszeit und jetzt geht es nicht weiter. Also das ist wirklich sehr schade. Da müssen wir einen anderen Weg gehen, und auch Baden-Württemberg begibt sich da momentan auf den Weg, seitdem ein grüner Ministerpräsident dran ist, geht es vorwärts, aber Windkraft hat lange Planungszeiträume, und da müssen wir in Bayern anscheinend in der Staatsregierung noch was dazulernen, nur dann kann die Energiewende gelingen, aber ich bin nach wie vor optimistisch. Dann danke ich Ihnen beiden, dass Sie heute da waren. Das war wieder Plenum TV, das Magazin.